Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey. Ist das die DAX-Analyse für Donnerstag, den 10.08.2023? Und die Mieter, die guckt ganz sehnsüchtig nach draußen. Und die gerne mal wieder einen langen Trendtag oben sehen. Vielleicht auch einen langen Trendtag unten. Auf jeden Fall. Mal raus aus dem Alltag der letzten Tage. Ein wenig ernüchternd fand ich es auch. Wir haben uns so viel Mühe gegeben mit unseren Kästchen hier gestern, haben das Türchen hergeleitet, haben gesagt, okay, wenn ihr hier direkt tritt oder 8,80 und dann hat er direkt den Stinkefinger gezeigt, gleich zum Start. Ist über 59 gelaufen, haben gesagt, über 59 kommt der Gap los und die 16.000, dann erstmal wieder zurück. Ja, so kam es. Hat nicht mal die 16.000 bedient, sondern schon bei 15,89 gedreht. Ich meine, wir hatten im Update das eigentlich ganz gut getroffen, haben auch gesagt, Hauptziel ist 8,35. Das hat er auch perfekt gemacht, runter zu. Oh, aber puh, ein bisschen ernüchternd ist das schon. Auch schade, dass er die 16.000 nicht gespielt hat. Das hätte mir ein bisschen besser gefallen. Rein vom Muster hätte es ihm mehr Möglichkeiten gelassen. So ist jetzt schon relativ, ja, verfahren. Eigentlich müsste man jetzt hier eine Range spannen über die Tiefs und über die Hochs hier. Ja, also obere Kante im Bereich um. Ruhe auf den billigen Plätzen hier neben mir. Hier wird gehustet. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. So, also 15,89 hier, das ist auf jeden Fall die Zone, die jetzt seit wirklich mehreren Tagen oben verteidigt wird. Wir haben unten eine Zone, die so ab, ich sag mal, 8,30 beginnt und dann bis 8, ne, bis erweitert 7,80 eigentlich immer wieder standhält. Aber ich würde schon sagen, 8,30 ist die untere Begrenzung. Oben ist es die 9,80, dazwischen ist die Range. Und ich denke, zum Donnerstag wäre das Üblichste wohl einfach wieder, das nochmal ein bisschen zu festigen. Das heißt, einmal unten oben auszulaufen. In der Regel lässt sich sowas ganz gut traden am Donnerstag, wenn man unten einfach wartet auf eine grüne Stundenkerze, dann im Bereich 8,30, 800. Kommt die, könnte man dann versuchen, nochmal hochzutraden. Die 9,80 kommt oben, eine rote Stundenkerze an der 9,80 oder von 9,80 weg. Ist es auch egal, wenn dann das Hoch der grünen, der roten Stundenkerze bei 9,75 liegt, ist das trotzdem, kann man das trotzdem nutzen und dann wieder nach unten oder in die Mitte der Range halt reinzutreten. Chancen rauszu würde sich machen, wenn er natürlich die 16.000 per Stundenschuss überwindet. Oder die 15,89 würde ja an sich auch schon reichen, aber ist bei 16 dann genau kleiner Patscher zu erwarten. Würde ich so nicht unbedingt gleich reinspringen, sondern würden schon einen Stundenschuss über 16.000. Kommt der Stundenschuss über 16.000, behalten wir das Gap hier oben im Auge. 2,50, die ist drin. Das ist zum Donnerstag, das kriegt er easy hin. Wenn er denn will, wenn er Lust hat, mal was zu machen. Unten Stundenschuss drunter, würde das Tief nochmal ins Spiel bringen. Und natürlich unsere Trendlinie, die wir beim letzten Mal verfehlt haben, die liegt nur aber schon wirklich im Bereich von, was sind das hier, 6,20 am Donnerstag. Fände ich fast ein bisschen too much. Aber das wäre das Ziel. 6,50 bis 6,20, ja. Wenn er unten rausgeht und 8,30, 800 per Stundenschluss unterbietet. Allerdings ein bisschen vorsichtig. Kommt dann hier unten in eine grüne Stundenkerze rein. Auch vielleicht dann im letzten Tief oder dazwischen. Das ist eine gut verteidigte Bastion gewesen hier. Erstmal mit einem Gegenlauf, Rücklauf spielen und daher auch ruhig ein, zwei Mal mehr auf den Stundenchart gucken. Ich denke, der wird hier ganz gut helfen können am Donnerstag. Ja, meine Erwartungshaltung ansonsten nicht ganz groß. Ne? Wir hängen die ganzen Tage schon fest. Bin mir nicht sicher, ob wir am Donnerstag einen neuen Impuls generieren können. Würde fast eher darauf tippen, dass wir einfach nochmal zur Seite schieben. Mal unten drüber, mal oben drüber. Wieder umdrehen. Hier oben rote Stundenkerze werfen. Runterdrehen. Unten grüne werfen. Wieder in die Mitte zurück. Das wäre eigentlich so mein Standardablauf, den ich hätte. Außer man sieht im Augen. Man sieht es ja. Und wenn man sieht, der haut richtig rein, egal ob das oben oder unten ist, na, dann steht nicht da und denkt, na, der muss jetzt aber umdrehen. Ja, dann lasst ihn halt mal ausrasten. Aber dann muss er, das muss anders aussehen wie das, was die letzten Tage hier kam. Ja. Gut, Freunde. Mehr können wir gar nicht sagen. Tagesschart ist auch so nichtssagend wie sonst was. Man könnte das als kleine Stabilisierung werten. Ja, man muss aber auch sagen, er kommt echt beschissen weg hier. Also der hätte schon längst wieder höher stehen können. Sollte der hier per Tagesschluss natürlich unters Band gehen, nur um es mal erwähnt zu haben, 87 per Tagesschluss unterbieten, könnte auf Tagesebene Übertreibungsspielraum nach unten einleiten. Und dann da sprechen wir dann über das Tief. 360, 300 hier, 200-Tage-Linie, 200-Tage-Linie. Auch mal erwähnenswert, dass die schon eine ganze Weile nicht mehr
gesehen wurde, zuletzt am November 22 durchlaufen. Ja, vielleicht kriegen wir es ja noch vor November hin, da mal anzuklopfen. Gut. Punkt. Lass mal so stehen. Ich wünsche euch Spaß, viel Erfolg, gutes Gelingen. Hören wir uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.